Moin, Sebastian hier. Joanna und ich sind auf dem Weg zum Bodensee, wo wir die nächsten 3 Tage verbringen werden. Nachdem wir unsere Tech-Kurse in Griechenland erfolgreich beendet haben, wollen wir das ganze Thema weiter festigen. Leider sind die Möglichkeiten zum Wracktauchen mitten in Deutschland nicht so gut wie in Griechenland. Aber immerhin steht mit der Jura direkt morgen früh das wohl bekannteste Süßwasserwrack Europas auf unserer Agenda. Ein paar Freunde sind auch noch mit am Start. Das Ganze verspricht also ein lustiges Wochenende zu werden, wenn das kalte Wasser nicht wäre. Das Tech-1-Team ist wieder vereint. Kai und Sarah sind schon morgens losgefahren und waren schon irgendwie um 14 Uhr hier. Ich habe sie dafür ehrlich gesagt ausgelacht. Die Bude war aber so kalt, dass ich froh bin, dass die zwei jetzt schon die Heizung anmachen konnten und Bettwäsche organisiert haben. Ich zeige dir mal, was wir gemacht haben, um die Wohnung warm zu kriegen. Der Backofen ist an und auf, obwohl wir schon gegessen haben. Hier sorgt der Föhn für Wärme und auch dieses Gebläse hier ist kein Staubsauger. Und in unserem Liebesnest überm Bett baumelt mein Lieblingsutensil für Tauchausflüge, der beheizte Kleiderbügel. Und macht die Bude warm. Wir tauchen morgen zwar nicht 75, sondern nur 35 Meter tief. Damit wir mental im Thema bleiben, planen wir das Ganze aber genau so wie einen Tech-2-Tauchgang. Das Schöne ist, dass auch die Planung eines tiefen Tauchgangs so einfach ist, dass das ganze Thema in 3 Minuten erledigt ist. Wenn auch du weniger Zeit mit Planen und mehr Zeit mit Tauchen verbringen willst, kann ich dir ein Fundamentals empfehlen. In dem Kurs werden Themen wie Tauchgangsplanung und Gasmanagement bereits so einfach erklärt, dass du es garantiert nie wieder vergisst. Fertig, also ab ins Bett und Licht aus. Weil wir bereits um 9 Uhr in Bottighofen abfahren, das 1 Stunde entfernt von hier ist und man in der Schweiz langsam fahren muss, hat der Wecker sehr früh geklingelt. Auf meine geliebten Toast muss ich heute Morgen verzichten, aber ich bin sicher, Joanna wird trotzdem was Leckeres zaubern. Genau das habe ich gemeint. Von uns war übrigens noch niemand in Bottighofen. Wir wissen nicht genau, wo wir uns treffen. Wir haben keine Ahnung, wie der Erich aussieht und haben hier auf der Schweizer Seite noch nicht mal Internet. Aber vielleicht klappt das Ganze ja trotzdem. Die Jura ist ein alter Schaufelraddampfer, knapp 50 Meter lang und vor rund 150 Jahren gesunken, als sie mit der Stadt Zürich kollidiert ist. Und bevor du dich fragst, was die Stadt Zürich im Bodensee verloren hatte, Stadt Zürich war der Name des anderen Schiffs. Die Jura ist dann innerhalb von nur 4 Minuten gesunken. Trotzdem gab es mit dem Nebelausgucker nur ein Todesopfer zu beklagen. Heute liegt die Jura in knapp 40 Metern Tiefe auf dem Seegrund und Olli ist der einzige von uns 5, der schon da unten war. Weil wir alle die gleichen Gase tauchen, die gleichen Prozeduren gelernt haben und unsere Tauchgänge auf die gleiche Art planen, können wir übrigens völlig frei entscheiden, wer mit wem taucht. So einfach kann technisches Tauchen sein. Das ist nur einer von vielen Vorteilen einer hohen Standardisierung. Wir sind wieder zurück von der Jura und ich muss sagen, für einen deutschen Binnentauchgang war es schon einer der coolsten Tauchgänge, die ich bisher gemacht habe, von der Höhle natürlich abgesehen. Aber es war schon wirklich, wirklich schön,
bisschen zu kalt für meinen Geschmack. Auch in der Deko wird es mit 11 Grad nicht mehr so richtig warm. Also Griechenland hat eindeutig Vorteile, aber man nimmt, was man kriegen kann. Oder Schatzi, wie fandest du es? Ja, ich muss auch sagen, deine Lampe unter Wasser war sehr cool, weil dadurch konnten wir echt noch mal viel, viel mehr sehen durch den breiten Lichtstrahl. Wir haben das so gemacht, Joanna hat in ein Bullauge rein gefilmt und ich habe durch das andere Bullauge rein geleuchtet. Hast du es gewusst? Schreib es in die Kommentare. Und jetzt? Ich bin mal ein bisschen Arschloch jetzt, weil bei Kai und Sarah hat es nicht so gut funktioniert. Die konnten nicht tauchen, weil ihre Argonflaschen beide leer waren. Kai, wie war es bei euch? Wie hat euch die Jura gefallen? Also ich fand die tierisch mysteriös. Also die Suche war wirklich sehr spannend. Ich glaube ja bis heute noch nicht, dass die wirklich da liegt. Auch eine Frage. Sarah grämt sich noch etwas. Ja, das kann passieren. Hat es dir so gut gefallen, dass du sagst, du würdest wiederkommen? Unbedingt. Ich muss wiederkommen. Die Jura muss man gesehen haben, zumindest einmal. Und das ist unser Guide, oder sagen wir Blindenhund für die Jura, weil er ja schon 10-mal da war, Oliver Reimer, und zwar Deutschlands dienstjüngster Fundi-Instruktor. Stimmt das? Ja, kann man glaube ich so sagen. Das ist so, ja. Genau. Hier am Bodensee kann man jetzt Fundis machen. Ansässig und herzlich willkommen alle zusammen. Alle zusammen. Neuer YouTube-Star, wie heißt du denn? Es gibt. Gut, Sarah, beim Fußball sagt man, es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da sind die anderen einfach besser. Der nächste Tauchgang führt uns zur Marienschlucht. Die Marienschlucht ist Teil der berühmten Steilwand von Walhausen. Max meinte, die Schlucht geht bis 90 Meter tief runter. Man könnte hier also wunderbar einen Tech-2-Tauchgang machen. Weil wir aber alle zu geizig sind, uns die Wand für 200 Euro mehr in doppelter Tiefe anzuschauen, belassen wir es heute bei 30 Meter, denn Steine sind am Ende Steine. Der letzte. Das gibt Ärger. Was? Was isst du denn hier schon wieder? Ist noch einer da? Ich habe 2 gepickt oder so heute. Wir hatten ja nicht so viel. Doch. Wir hatten 2 Ladungen. Dann hast du einen Apfel gekriegt. Den wollte ich aber nicht. Ich wollte Schokolade. Ich habe ja gesagt, das gibt Ärger. Aber drin ist drin. Ja. Schatz, wie fandst du es denn heute? Also eins muss ich sagen, der Bodensee kann natürlich nicht mit Griechenland mithalten. Trotzdem hat es mir insgesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber eine Sache hat mich echt gestört, und zwar das kalte Wasser. Du weißt, dass ich ein großer Fan von Heizsystemen bin. Aber ich würde am liebsten meine ganzen Heizungsakkus, den beheizten Unterzieher, die beheizte Unterwäsche verkaufen, auswandern und dahin ziehen, wo ich 80 Meter tief im dünnen Unterzieher tauchen kann. Ich glaube, es wird Zeit für ein Spendenkonto. Ich finde es auch richtig cool. Mal ein Wrack im Süßwasser zu sehen, war auf jeden Fall eine coole neue Erfahrung. Das stimmt, es war auch auf jeden Fall einer meiner coolsten Süßwassertauchgänge. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben es gleich 11 Uhr. Morgen treffen wir uns schon wieder um 9. Zum Glück wird die Uhr umgestellt, aber wir müssen jetzt trotzdem ins Bett.
Also Licht aus. Machst du das Licht aus oder soll ich? Du. Ich? Nee, mach du. Wetterunabhängig tauchen willst, kann ich dir das Parkhaus Post empfehlen. Egal ob es regnet, stürmt oder schneit, hier drin kannst du dich immer trockenen Fußes umziehen. Wir tauchen gleich an einer weiteren berühmten Steilwand. Die habe ich vor 6 oder 7 Jahren bei meinem ersten Besuch am Bodensee schon mal betaucht und die Steilwand hat in ca. 40 Meter Tiefe einen berühmten Überhang, an den ich mich noch gut erinnern kann. Da wir heute aber mit Nitrox 32 unterwegs sind, werden wir uns diesen Überhang leider nicht ansehen können. Endlich mal ein anderer Tech 2 Taucher am Start. Bin ich immer nur dieser Anfänger. Vollmund spricht man nicht, nimmst du zu gut erzogen. Dann schluck erstmal runter. Das ist auch zweideutig. Der Tauchgang am Parkhaus Post liegt hinter uns. Und ich hoffe, du verzeihst mir mein etwas zweifelhaftes Outfit. Es ist so warm hier in der Sonne, obwohl morgen der November anfängt, dass ich mich gleich auch noch weiter freimachen muss. Aber für die Aufnahme habe ich mich das nicht getraut, zu schüchtern. Der Tauchgang war richtig geil. Die Steilwand hat mir deutlich besser gefallen als in Walhausen. Wir haben auch den Überhang gesehen. Wenn auch nur von oben. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass die Kamera mir wegfällt. Aber du siehst, noch ist sie da. Hoffentlich bleibt das so. Wie hat es dir gefallen? Ich fand es auch cool. Schana fand es auch cool. Kurz und knackig, wie immer. Jetzt wird was gegessen. Da liegt das Ganze schon. Und damit du etwas neidisch wirst, zeige ich dir den Ausblick, bei dem wir jetzt Mittag essen. Der zweite Tauchgang steht an und wir sind an der Liebesinsel. Ich muss sagen, der Name weckt gewisse Erwartungen, die der Ort bisher nicht erfüllen kann. Eine Insel sehe ich jedenfalls keine und die Liebe musste ich mir selbst mitbringen. Das mache ich natürlich sehr gerne. Max wollte noch dazukommen, schafft es heute leider aber doch nicht mehr. Ich habe gerade mit ihm telefoniert und er meinte, wir sollen einfach dem Rohr da vorne folgen und auf einer beliebigen Tiefe nach rechts abbiegen. Begründung, Zitat, nach links ist scheiße. Auch der vierte Tauchgang des Wochenendes ist erfolgreich über die Bünde gegangen und wir sind uns ziemlich sicher, dass wir auf 30 Meter so einen kleinen Baum oder Strauch wiedererkannt haben, den wir beim ersten Tauchgang schon gesehen haben. Das heißt, wir haben quasi jetzt zwischen der Liebesinsel, die ihrem Namen inzwischen auch gerecht wird, und dem Parkhaus Post die komplette Steilwand betaucht. Warum? Weil wir ganz romantisch bei Sonnenuntergang am Bodensee mit Blick auf die Alpen ein Picknick machen. Insta-Fotos gemacht. Selbstgemachte Liebeskugeln auf der Liebesinsel. Was ist da alles drin? Schokolade, Erdnussbutter. Aber nicht normale Erdnussbutter, sondern PB2, fettreduzierte Erdnussbutter.
um genau zu sein, Erdnussbutterpulver. Was noch? Quinoa gepoppt. Was alles gibt. Ein bisschen Proteinpulver und Wasser. Ja, ein bisschen Mehl. Mehl. Wie war es für euch? Super schön. Aber kalt, ne? Ja, bei mir ging es. Ich glaube, Sarah ist ein bisschen nass geworden. Aber dafür entschädigt jetzt der schöne Sonnenuntergang. Mega schön. Ich habe schon gedacht, es ist fast wie am Meer hier. Letzter Tag, es regnet wie Sau. Wir wollten eigentlich heute noch zu fünft sein. Aus irgendwelchen Gründen hat sich die Gruppe auf zwei reduziert. Keine Ahnung, ob es am Wetter liegt. Die Hose ist klitschnass. Da hinten auf der Bank, keine Ahnung, ob man sieht, liegen unsere Geräte. Die Stages sind schon im Wasser. Wir fahren jetzt in ein neu erbautes Parkhaus am Fährhafen, um uns umzuziehen, damit wir einigermaßen trocken ins Wasser kommen und wollen jetzt am Wilden Mann tauchen. Oh. Soll schon fast was zu Ende. Oh. Einmal Lars und Harald grüßen. Hi. Sollte ein ehemaliger Schüler von mir. Sehr guter Schüler ist es gewesen, kann ich sagen. So gut ist nicht. Doch, er war sehr, sehr gut. Das war's für dieses Wochenende. Wir haben uns dafür entschieden, hier am Wilden Mann nur einen Tauchgang zu machen, weil ein paar Kleinigkeiten nicht so gut funktioniert haben. Zum einen hat es bei Joanna hinten am Ventil ein klein wenig geblubbert, sodass sie die ganze Zeit etwas Gas verloren hat. Zum anderen hatte meine Scaleo einen Wackelkontakt und ist in den Disco-Modus geschaltet. Und zum dritten, ja, du siehst es selber, das Wetter ist jetzt auch nicht gerade motivierend. Ich hoffe, dir hat das Video insgesamt gefallen. Das Wochenende hat mir jedenfalls sehr gut gefallen, vor allem der Tag gestern war geil. Die Jura war geil und deswegen kann ich nur sagen, lass einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und ich sag bis zum nächsten Mal.